Herzlich willkommen bei der Akademie Graz und der Assessor Akademie. Ich habe heute das Thema mitgebracht, der Minderjährige in der Examensklausur. Wo taucht er überall auf? Wo wird er in Klausuren relevant? Das wollen wir heute besprechen. Ja, der Minderjährige in der Examensklausur, unser, kann man auch sagen, goldenes Kalb des BGB, der ja immer wieder geschützt werden muss, auch zu Recht. Wo kann er denn nur überall auftauchen? Das Problem ist, dass viele Examenskandidaten den Minderjährigen nur vorne eben lernen bei 100, 600, 700, 800, 9. Vielmehr ist leider Gottes vielen Examenskandidaten nicht bekannt, aber das Spielfeld, wo jetzt der Examensklausurersteller den Minderjährigen eben einbauen kann, ist sehr mannigfaltig. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Also ich habe jetzt hier nicht den Anspruch, Minderjährigenrecht in Gänze zu behandeln, darum geht es mir ja auch gar nicht, sondern ich möchte die Punkte kurz anschneiden, um dir auch einen Überblick zu geben, dass du sensibel dafür wirst, wo kann denn das Prüfungsamt den Minderjährigen potenziell überall eben einbauen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Also, wo taucht der Minderjährige in der zivilrechtlichen Examensklausur potenziell überall auf? Also, wo sollten die Alarmglocken bei dir förmlich aufgehen? Vielleicht auch mal gesagt aus der Sachverhaltsstellerperspektive. Wie erkenne ich das? Also natürlich, klar, die 105 folgenden, ne, beim Vertragsschluss, rechtlicher Nachteil, rechtlicher Vorteil, 100, 600, 700, 800, 910, Taschengeldparagraf hinten. Ne? Das ist noch, wie gesagt, 90% der Kandidaten sehr präsent und sehr bekannt. Da werden auch die meisten darauf kommen. Da wird es auch dann schon schwieriger, wenn man halt zwischen dem Verpflichtungsgeschäft und dem Verfügungsgeschäft nachher dann differenzieren muss. Ne? Welches ist rechtlich vorteilhaft, welches ist rechtlich nachteilhaft. Da lädt einen der Klausurersteller und das Prüfungsamt häufig gerne mal ein, das Abstraktionsprinzip eben auch zu verletzen. Deshalb da Obacht. Ja, dann natürlich das Thema Abgabezugang von Willenserklärung. Da wird es dann schon ein wenig dünner bei den meisten. 131 BGB, ne, beachte da im Prinzip diese Vorschrift, wenn es um den Zugang, den Wirksamwerden eben von Willenserklärung geht. Ja, 362 BGB. Da wird es dann schon interessant mit den ganzen Erfüllungstheorien. Kann ich einem Minderjährigen gegenüber erfüllen? Also Theorie des Vertrages, Vertragstheorie, die ja früher mal geherrscht hat. Dann gab es ja die Theorie der finalen Leistungsbewirkung und dann jetzt mittlerweile die Theorie der realen Zweckbestimmung, wo ja eben gesagt wird, dass da ja auch überhaupt keinen Vertrag im 362 für die Erfüllung nochmal irgendwie vom Wortlaut ersichtlich ist, aber auch keine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, sondern das sei ja nur ein Realakt, wo dann aber trotzdem wieder die 106 folgende analog vom Rechtsgedanken her angewandt werden. Also das führt ja dann immer alles wieder zu ein und demselben Ergebnis nachher. Ja? Also ein Meinungsstreit zu entscheiden wird dann da häufig nicht erforderlich sein. Dann auch, was schwer zu sehen ist in Klausuren, das Thema Konkretisierung. Ja, Konkretisierung gegenüber einem Minderjährigen, beschränkt Geschäftsfähigen dann auch entsprechend, geht das. Ja, also wir müssen uns vorstellen, zum Beispiel bei einer Hohlschuld, der Leistungsschuldner sondert aus und informiert dann entsprechend den Gläubiger, in dem Falle dann eben den Minderjährigen. Und dann wäre halt die Frage, ja, kann denn so eine Konkretisierungshandlung eben auch wirksam sein, was eben sehr umstritten ist. Also auch da gibt es ein Problem. Bitte Obacht, Konkretisierung gegenüber einem Minderjährigen in der Regel grundsätzlich nicht möglich, da das ja den rechtlichen Nachteil mit sich bringt. Also da, dass er eben den Anspruch verliert, eben, also nicht mehr aus der Gattung eben verlangen kann, sondern eben beschränkt ist auf die entsprechende Stückschuld. Ja, ansonsten gehen wir noch weiter, also Paragraf 682 BGB im GOA-Recht, ja, dass also wir im Prinzip, wenn Schäden durch einen beschränkt geschäftsfähigen Geschäftsführer auftauchen,
wir dann eben nicht mehr im GOA-Recht unterwegs sind bezüglich der Schadensersatzansprüche, sondern dann im Deliktsrecht, Bereicherungsrecht. Ja, also damit wollte der Gesetzgeber im Prinzip auch hier den Minderjährigen schützen, vor allem auch vor dem 678, der ja auch sehr krass vom Verschulden her gestaltet ist. Ja, also dass er nicht der Minderjährige in diese krasse Anspruchsgrundlage reinfällt. Aber deliktisch muss er sich natürlich festhalten lassen. Natürlich mit den Einschränkungen, eventuell 827, 828, da wären wir dann auch schon, die habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt, ich habe jetzt nur wirklich die absoluten Kracher hier mit aufgenommen, weil die Vorschriften eigentlich auch mittlerweile, kann man sagen, selbstverständlich sind, dass man die auf der Kette hat. Deliktsfähigkeit, ja, da vielleicht einfach nochmal reinschauen. Dann natürlich im Bereicherungsrecht selbst, 818 Absatz 4, 819, die Frage nämlich, wann ist ein Minderjähriger bösgläubig? Also wann kommt man die verschärfte Haftung rein? Wann kann er sich eben nicht mehr auf Entreicherung berufen? Da ja die streitige Frage, stellen wir auf die Eltern ab oder stellen wir auf ihn selbst ab? Da wird ja differenziert im Prinzip danach, ob ich eine Leistungskondition habe oder eine Nichtleistungskondition. Das ist ja da insofern die Abgrenzung, also dafür dann auch sensibilisieren. Generell bei 812 kann man natürlich bei ohne Rechtsgrund auch dann das Thema aus dem Gesellschaftsrecht und aus dem Arbeitsrecht mit einbauen. Lehre vom fehlerhaften Arbeitsvertrag bzw. dann auch Lehre vom fehlerhaften Gesellschaftsverhältnis. Das wird gerne mal mit bereicherungsrechtlichen Klausuren dann kombiniert. Ja, ansonsten 935, ne, abhandenkommen, unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes. Da stellt sich nämlich natürlich auch die Frage, ab wann kann ich davon sprechen, dass wir einen unfreiwilligen Besitzverlust haben? Stellen wir auf den Minderjährigen selber ab oder vielleicht auf seine Eltern. Ja, das ist nämlich auch ein sehr umstrittenes Thema. Also dafür auch sensibilisieren nochmal. Ja, ansonsten haben wir dann noch den 1664 BGB. Jetzt ploppt hier schon auf, viel Erfolg bei deinen Klausuren, sollte eben zum Schluss kommen. Aber lassen wir mal als kleinen Gag hier stehen. Im Familienrecht 1664 im Prinzip die Haftung für eigenübliche Sorgfalt, zum Beispiel der Eltern gegenüber den Kindern. Das kann man nämlich sehr schön dann auch mit den Problematiken der gestörten Gesamtschuld wunderschön einbauen. Also auch dafür ein bisschen sensibilisieren. Das ist ein krasses Examensthema, muss man sagen. Ne? Gestörte Gesamtschuld, da gibt es ja auch verschiedenste Ansichten nachher, wie man das löst. Wollen wir jetzt hier heute erstmal nicht vertiefen, sondern als kleinen Teaser erstmal an der Stelle. Ja, und natürlich wieder dann im Stellvertretungsrecht 16, 26, 29, dann 17, 95, 18, 21 im Prinzip so diese berühmt-berüchtigten Examensklausuren. Wenn zum Beispiel der Vater V seinem 8-jährigen J ein Grundstück schenken möchte und auch dann übereignen möchte, das eben mit gewissen Lasten versehen ist. Ja, zum Beispiel Grundsteuer oder zum Beispiel die öffentlich-rechtliche Straßenreinigungslast oder mit einer Hypothek oder mit einer Grundschuld. Das kann man dann da eben wunderschön einbauen. Ja, in dem Sinne, jetzt aber viel Erfolg bei deinen Klausuren und beim Lernen natürlich erstmal. Also das sollte nur hier dieses Video ein bisschen sensibilisieren. Wo könnte mich denn überall potenziell von den wichtigsten Normen her der Minderjährige im Prinzip im Examen erwischen? Ich habe mich jetzt hier nur fokussiert auf die Vorschriften, die halt am wichtigsten sind, wo man jetzt typischerweise nach den Klausurauswertungen, wir hier in der Akademie jetzt seit meinerseits und seit 18 Jahren hier zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das halt immer wieder gerne thematisiert wird. In dem Sinne, schön, dass du mit dabei warst. Schau dir gerne ein paar andere Videos noch auf dem Kanal an. Lass auch gerne mal einen Kommentar da, was du dir vielleicht wünschen würdest, welche zivilrechtlichen Themen wir mal besprechen sollten. Und dann Abo dalassen, Like dalassen und die Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Tschüss.